Jetzt merkt sie, oh. Wait. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Look. Wanna see something neat? This'll be fun. So. Das ist jetzt hier ein Private-Video wahrscheinlich, was ich nicht uploaden werde, weil es schon ziemlich toxic ist. Wir spielen gerade mit dieser Evelyn, die uns den Bluff geklaut hat, obwohl wir mit Victor 19.9.10 oder so standen. Und ich habe ihm, er hat mich jetzt als Freundin zugefügt, um mich zu flamen. Ich habe ihn einfach eingeladen für Duo. Und jetzt werde ich ihn runterrennen. Also, Bro, come on, dude. Tilted me more than that bot. So. Lass spielen. ich werde ihn. Ich weiß nicht. Ich fühle mich schon ein bisschen schlecht dafür, aber es ist okay. Wir werden. Ich hoffe, ich habe Syndra. Dann spiele ich Syndra. Ist auch perfekt, weil er Jungle spielt. Wir gehen mal hier auf Konto und geben zur Not einen Champion zurück. Den hier. Dann kaufen wir Champions. Syndra. So, und dann werden wir jetzt komplett Wind traden. Ich bin so ein Hurensohn dafür. Ich bin wirklich so ein Hurensohn. Das ist. gonna be sick content. das Ding ist, honestly hat er es auch selbst verdient, jetzt dass er runtergerannt wird. Ich werde in der Champs League aber noch nicht trollen, sonst dodgt er. Ich will ihn runterrennen. Ich will ihn wirklich runterrennen. Ich werde den runterrennen. Spellbook. Hexflash. Millimeterleiser. Cosmic Insight. Relentless Hunter. Okay, passt. Ah, ich glaube, er ist schon schlafen. Ich habe es leider nicht aufgenommen, das andere Game, sonst würde ich euch jetzt hier was reinschneiden von. Aber im Wesentlichen, was passiert ist, ich habe, wie gesagt, Victor gespielt. First time pretty much. Ist trotzdem gut gepoppt auf, weil war ja Silber. Und actually, wir nehmen, glaube ich, Ghost, aber ist fein. Und alle waren am Enden, außer ich halt. Und Evelyn war auch nicht schlecht im Game, also sie war zumindest nicht negativ im Game. Und habe ich halt gesagt, so, ja, ich kann euch nicht carryen, ihr intet alle.
weil die Evelynn auch einfach geintet hat, so, auch wenn sie gute Stats hatte, meiner Meinung nach, hätte sie deutlich mehr machen können, aber ist auch egal, auf jeden Fall. So, dann 3 Minuten später oder so spawnt der Blue Buff. Ich so ping so, dass ich den Blue Buff haben will, um das zu carryen, und sie nimmt den Blue Buff weg. Und sagt so, ja, du hast gesagt, wir inten alle, Bruder. Ich inte nicht. Nämlich noch mal Inter und du kriegst gar keine Blue-Offs mehr hier und so. Dann habe ich halt gesagt, okay, gut, dann höre ich es halt nicht. Dann haben wir halt verloren. Und somehow dachte sie, also sie hat mich dann als Freundin zugefügt, um mich zu flamen. Und ich habe dann die FA angenommen und habe aber, bevor sie auch nur eine Sache schreiben konnte, habe ich sie zum Ranked eingeladen. Jetzt denkt sie, ich würde mit ihr spielen wollen, weil sie immerhin nicht komplett geintet hat. Aber nein, ich will mit ihr spielen, weil sie auf Ego gemacht hat und ich gesagt hat, okay, ich gebe dir Blue Buff. Und wir spielen das jetzt als Team gut runter. Sondern weil sie gesagt hat, nö, I don't care, ich würde lieber verlieren, als dir Blue Buff zu geben. Ja, und deswegen hat sie das Game verloren. Und das Witzige ist, sie wird das Game jetzt auch noch verlieren. Weil mit Zoe Nader fickt man nicht rum. Mit Zoe Nader fickt man nicht rum. Wow. Wir tun so, als wäre alles okay. Sie pinkt mich schon. Ich werde W starten. Ich werde W starten. Nice. Und ich werde den Blue Buff wegnehmen. Wird ein schnelles Game werden. Kann ich das überhaupt greifen von hier aus? Jetzt merkt sie, oh, wait. Oh mein Gott, okay, das ist. I love it. Bete sie. An enemy has been slain. An ally has been slain. I will not be restrained. Ich bin so ein Hurensohn. Oh, I love it.
das Gefühl, sie will gleich einen Red Buff machen. Ich lasse sie das Camp machen, Tatsache. Weil das kann ich nicht so vernünftig klauen, wie ich das wollen würde. Das würde nur wack sein. Aber einen Red Buff, den kriegt sie nicht. Muss halt warten, bis sie wirklich angefangen hat. Sie hat auch keinen Smite, zumindest Faden noch nicht. Ja, jetzt hat sie Smite. Oh, sie hat sie nett herausgefunden, den Trick. Sie muss einmal Midlane kommen und XP scheren. So, jetzt tue ich so, als würde ich mich backporten. Dann denkt sie, sie kann in der Zeit den Red Buff machen, aber ich breche in letzter Sekunde ab. Ah, whatever. Denkt sie sich. Look at. I love it. This is perfect. Wie hart ärgert sie sich gerade? Das ist halt ihr Main, oder? Ich glaube, es ist ihr Main. Welches Level hat der? Ja, Level 344, Bruder. Bro ist wieder da. Das ist halt auch einfach zu gierig. Nimm doch nicht die großen Buffs. Bei den kleinen kann ich nicht, habe ich kein Counterplay. Bei den großen schon. Die Evelyn not a single gank. Please report that Syndra, please. Shit. Okay, sie hat nicht einen Buff gefunden. Gar nichts. So, jetzt werden die Collabs. Perfekt. Bye-bye. Viel Spaß. Meine sadistische Seite. Schmeckt. Tja. Man rennt halt so wie Nate, rennt man halt nicht runter, ne? Das hier ist Jungle.
kann sie actually 1v1, wenn ich gleich Ult hau. Huge! Nice, wichtig. Oh mein Gott. Nice. Ja, kurz Angst, dass ich nicht aufnehme. Das ist ja zu perfekt, Digga. Das ist ja zu perfekt. Nice. Mann, sie hat keinen Smash. Ich hab keinen Flash. Dachte, ich kann da vielleicht noch ein bisschen mehr schaffen. Ich will es wirklich nicht gewinnen. Ich will nur selber eine gute KDA haben. Der Account ist in SmurfQ langsam. Deswegen ist Luz ganz gut. Stopwatch. Nice, wird er fast von Blue Buff gesolo killt. Also sie hält auch ihren Smite, weil sie ganz genau weiß. Gleich geht's ab. Der Backpots abbrechen kann man mit Syndra natürlich nicht. Das ist ein bisschen ja die Schwachstelle von ihr. Aber das mit den Monster-Jungle-Camps klauen ist halt schon nochmal ziemlich nice. Am besten wäre es, wenn man wirklich Duo-Trollt und dann hat man halt Tunnel, der die Backpots abbricht und dann sind wir die, ja. Na. In dieser Elo hat niemand Map Awareness. Der Sion hat nicht gemerkt, dass ich sie trolle. Jetzt blamet er sie. Das ist halt. Das ist halt perfekt, Digga. Was huge? Sehr schön. Können wir da einen Kill abstauben noch? Das wäre huge. Das wäre richtig gut. Wir können Nocturne versuchen zu bekommen. Der hat aber ein Spellschild und er ist auf 6-0. Schade.
Ist sie AFK? Zählt sie als AFK? Na. Ja, noch.